des Ballsports am 1.7. am Hentschenbusch. Demonstration eines Bruchtests, womit man eine Schlagkraft demonstrieren kann. Gasbetonsteine, 10 Stück an der Zahl, mit dem Handballen durchschlagen. Das ist, wenn man sich selber sieht, ist natürlich immer ein bisschen eigenartig für einen selbst. Aber jetzt so in Slow Motion sieht man mal, das sieht richtig gut aus, das gefällt mir selber. Wir sind ca. 30 Leute, zwischen 30 und 40 Leuten sind wir, mit Karteileichen natürlich. Der Jüngste ist 13, der Älteste ist 63. Vom Schüler bis über den Bauarbeiter bis zum Hochstudierten, Oberstudienrat ist bei uns alles vertreten. Jeder, sag ich mal, mein Ziel ist es, jeden auf seinem Level zum Weltmeister zu machen. Und also jeder soll für seine Leistungsgrenze das Optimale erreichen. Das ist mein Ziel, jeden dorthin zu führen. Ob er Talent hat oder nicht Talent hat, jeder ist bei uns willkommen. Jeder soll eben halt auf seinem Level der Größte werden. Das ist mein Ziel. Also ich habe relativ spät erst angefangen mit dem Sport, erst knapp mit 18. Bis ich das Richtige gefunden habe für mich, habe viele Schulen besucht, vieles gesehen, was mir nicht gefallen hat, und dann habe ich eine private Schule gefunden, wo sofort der Funke übergesprungen ist. Ja, und dann war für mich also das Feuer eröffnet und habe dann so viel trainiert. Ich habe ca. 600 Lehrgänge national und international. Ich habe in China trainiert, in Amerika mehrmals, in ganz Europa bin ich unterwegs. Mein Ziel war es immer, eigentlich einen Schwarzgurt zu machen. So, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich der Schwarzgurt-Ding nicht das Ziel ist, sondern der Weg dorthin. Jetzt bin ich mittlerweile fast 13 Jahre hier beim BTV, Abteilungsleiter, und leite die Atemi Combat Gruppe. Ich bin Meister im Jiu-Jitsu und in anderen Graduierungen. Also ich mache Aikido, habe ich gemacht, im Thai-Boxen, Boxen. Überall guckt man eben halt mit rein. Man guckt halt sehr viel über den Tellerrand, um sich halt auch zu verbessern. Ja, der Sport ist mein Leben, das ist einfach so. Und der Sport hat mir über viele Dinge hinweg geholfen, hat mir viele Wege geöffnet und viele Türen für mich auch persönlich geöffnet, die ich vielleicht mein ganzes Leben nicht kennengelernt hätte, wenn ich diesen Sport nicht hätte. Ich sehe das einfach so, die Jugendlichen in der Schule haben sehr viel Stress, viele Eltern trennen sich, da haben sie viel Ärger, dann kommen sie zum Sport und müssen sich vom Trainer vielleicht auch noch klein machen lassen. Ich finde, da müssen wir als Trainer, Lehrer, müssen wir sofort dagegen steuern. Ich arbeite bei mir nur mit Lob auf der Matte. Das Wort falsch gibt es bei uns nicht, es gibt nur anders, aber nicht falsch, das ist wieder negativ. Wenn wir bestrafen, in Anführungsstrichen, machen wir zusammen Liegestütz, das heißt im Team. Das heißt, wir bestrafen uns nicht, sondern wir wärmen uns dadurch auf. Es soll mit Freude sein. Ich möchte, dass Sie diesen Sport, wenn Sie von der Matte gehen, nach einem Training mit einem Lächeln von der Matte gehen und nicht mit einem negativen Gedanken weggehen. Im Atemi Combat gibt es keinen Wettkampf, weil es einfach eine Selbstverteidigung ist und kein Kampfsport im klassischen Sinne. Diese ganze Szene wird halt aufgeteilt in verschiedenen Säulen. Einmal die Akrobatik, dann gibt es die Kampfkunst, ich nenne es mal Kung Fu dazu, was auch immer zweigleisig gesehen werden kann. Dann gibt es den Kampfsport wie Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, wo es nach festen Regeln, jeder weiß, was auf mich geht in einen Ring, nach festen Regeln und nach festen Punktensystem. Oder Judo ist auch mehr ein Wettkampfsport oder ein Kampfsport. Und dann gibt es die Säule der Selbstverteidigung. Keine Regel, der Weg ist das Ziel. Ja, da ist natürlich dann halt schlecht, Wettkämpfe draus zu machen, weil dann landen wir so in Käfigsachen und sowas, was ich nicht haben möchte. Das soll es nicht sein.
Meine Schüler lernen das sehr schnell, Bretter durchzuhauen. Das mache ich deshalb, um ihre Schlagkraft und auch ihren Willen und ihr Durchsetzungsvermögen einfach immer wieder zu fordern und auch zu fördern. Wir trainieren auf der Matte im Trainingsmodus, das heißt, wir stoppen vorher immer ab. Beim Holzbrett, da kann ich niemandem wehtun, und damit sollen sie einfach mal merken, auch welche Macht sie eigentlich haben, damit sie vernünftig damit umgehen, mit ihrer Macht. In erster Linie betreibe ich Sport. Der eine spielt Tischtennis, der andere Fußball. Wir machen das. Das ist Sport. Ob es draußen funktioniert oder nicht, das entscheidet jeder für sich selber. Das liegt in seinem Ermessen, in seinem Herzen. Dann noch auch mal, da kommt es drauf an, was bin ich bereit aufzunehmen und was kann ich verteilen in dem Moment. Jeder ist da anders gestrickt. Es gibt Menschen, die sind von Haus aus defensiver. Das ist keine Wertung, sondern wir sind verschieden. Der andere ist halt offensiver, der geht nach vorne, der andere geht lieber nach hinten. Das ist ganz normal. Um da einen Konsens zu finden, um alle unter einen Hut zu bekommen, machen wir diesen Sport, der wiederum nicht aggressiv ist, in keinster Weise. Wir arbeiten im Team wie Combat mit dem zentralen Nervensystem. Das heißt, wir brauchen gar nicht hart schlagen, sondern wir tippen nur gewisse Nervenpunkte an, stimulieren die wie Akupressur, dann ist der Arm halt etwas taub. Man kann das ruckzuck wieder gerade biegen durch Berührung. Erste Linie in diesem Sport, in diesem Training, ist die Kontrolle meines Gegenübers und nicht die Verletzung meines Gegenübers. Für jemanden kaputt zu machen, brauche ich nicht trainieren. Den mache ich ärgerlich, den mache ich wild und dann haut er drauf, dann geht's kaputt. Wir wollen das nicht. Wir wollen dem anderen gegenüber zeigen, pass auf, du bist auf dem falschen Weg, und mit gewissen Handgriffen kann man sowas auch erledigen. Aber allererste Linie ist es Spaß am Sport, an Bewegung, am Team, am Erleben und am Erlernen, am gemeinsamen Erlernen von Bewegungsabläufen. Ja. Die haben uns wirklich aufgenommen, als wenn es schon immer gegeben hätte. Also ich fühle mich auch so wohl in dem Verein, weil er sehr familiär ist. Man merkt, dass es kein Fußballverein ist. Fußball steht immer über alles und wir arbeiten zusammen und das macht Spaß. Also auch die Geschäftsstelle und auch die Presseleute, die machen super gute Arbeit. Alle ehrenamtlich, oder die meisten machen es ehrenamtlich, da ziehe ich immer meinen großen Hut vor, was heute immer seltener wird.